Video stelle ich euch die Walther PPK im Kaliber 8mm Knall vor mit der PDB Nummer 502. Es handelt sich bei der Waffe um die zweite Auflage. Das kann man daran erkennen, dass hier oben eine Seriennummer ist, welche bei der ersten Auflage noch nicht vorhanden war. Des Weiteren gab es noch einen weiteren Unterschied. Das war der Hahn. Der wurde nämlich bei einigen Modellen aus Zinkdruckguss gefertigt, wo sich dann in der Mitte des Hahnes eine Stahleinlage befand. Bei diesem Modell ist sie komplett aus Stahl. Die Waffe hat eine einfache Walzensicherung und keinen Verschlussfang. Das heißt, beim letzten Schuss bleibt die Waffe durch das leergeschossene Magazin hinten arretiert. Wenn man das Magazin dann entnimmt, hat man ein 7-schüssiges Stahlblechmagazin und auch bei vollem Magazin funktioniert die Waffe ohne Probleme. Zur Demontage. Am besten geht es, wenn man den Hahn vorspannt, den Abzugsbügel nach unten bewegt, Schlitten nach hinten, leicht anheben und dann ist der Verschluss schon demontiert. Dann hat man das Griffstück. Ein paar Teile an der Waffe, wie zum Beispiel Abzugsgestänge, Ausstößer oder halt Hammer, sowie natürlich die ganzen Bolzen, Laufeinlage sind aus Stahl. Der Rest, wie schon gesagt, größtenteils aus Zinkdruckguss. Hier sieht man die Laufsperre, ist relativ weit hinten angebracht, so dass man die auch bei normalen Lichtverhältnissen kaum sehen kann. Der Verschluss ist ebenfalls komplett aus Zinkdruckguss, allerdings so gefertigt, dass die Waffe wirklich sehr lang hält. Sicherung ist aus Stahl, das Zier ist aus Stahl. Ansonsten wirklich robust gefertigt. Also die Waffe hat auch schon ein paar Schuss durch und funktioniert immer noch ohne Probleme. Zur Montage, genau umgekehrt, zieht man wieder den Abzugsbügel nach unten, langsam nach vorn führen, dann bleibt die Waffe manchmal hängen, das liegt hier am Hahn. Den leicht nach unten drücken und dann ist die Waffe schon wieder montiert. Simpel und einfach. Dabei war dann damals noch das kleine Heft, die Gebrauchsanleitung. Da stand dann auch wirklich wieder alles drin. Verlegen, zusammensetzen. Alles gut beschrieben. Explosionszeichnung war natürlich auch vorhanden. Und der Umarex Service. Ebenfalls dabei war dann noch dieser Abschussbecher, eine Reinigungsbürste und der Kunststoffkoffer, wo dann auf der Seite stand Walther PPK. Insgesamt ist zu der Waffe zu sagen, sie ist wirklich sehr zuverlässig, arbeitet auch mit der aktuellen Platzpatronenmunition einwandfrei, kann man auch im Video sehen. Auch nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss dann wirklich hinten arretiert. Ich hoffe, euch hat auch dieses Video wieder gefallen. Ihr könnt euch gerne noch den Schusstest, der jetzt direkt angefügt ist, noch ansehen und euch von der Zuverlässigkeit einer solchen Walther PPK überzeugen. Viel Spaß!